Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns beten. Unser Abendgebet steige auf zu dir, Herr, und es senke sich auf uns herab dein Erbarmen. Dein ist der Tag und dein ist die Nacht. Lass, wenn des Tagesschein vergeht, das Licht deiner Wahrheit uns leuchten. Geleite uns zur Ruhe der Nacht und vollende dein Werk an uns in Ewigkeit. Amen. Herzlich willkommen zum Abendgebet, Dienstag nach dem zweiten Advent. Wir singen miteinander ein neues Adventslied. Vielleicht müssen Sie erst mal sich reinhören. Es ist von Markus Leidenberger. Es singt mit uns Karl Niklas Lempert. In der Dunkelheit erwarten wir ein Licht, wir erwarten, dass Gott zu uns spricht, wir warten, so kommt Gott uns nah. Unsere Dunkelheit erleuchtet jetzt ein Stern, er erwärmt uns, er ist uns nicht fern. Nach innen dringt sein klarer Schein, Herz werde heller, lass uns zu dir ein. Aus der Dunkelheit führt uns sein Licht hinaus, weist uns Wege zu des nächsten Haus, wo Mauern, wo noch Tränen sind. Liebe erleuchtet jedes Trauerkind. In der Dunkelheit bist du nie ganz allein. Gott wird Bruder, er will bei uns sein. Er wartet, setzt auf dein Gespür. Sein Licht will leuchten, macht ihm auf die Tür. Und ich hob meine Augen abermals auf und sah, und siehe, da waren vier Wagen. Am ersten Wagen waren rote Rosse, am zweiten schwarze, am dritten weiße und am vierten scheckige Rosse. Allesamt stark. Und ich hob an und sprach zum Engel, der mit mir redete, mein Herr, wer sind diese? Der Engel antwortete und sprach zu mir, es sind die vier Winde des Himmels, die hervorkommen, nachdem sie gestanden haben vor dem Herrscher der ganzen Erde. Heute geht es um den Wind. Es geht um einen starken Wind. So wie starke Rosse einen Wagen ziehen, so treibt dieser Wind voran. Er kommt von Gott. Und er verbreitet sich in alle vier Himmelsrichtungen, also über die ganze Welt. Unweigerlich denke ich an Pfingsten, wo der Heilige Geist mit einem Brausen vom Himmel wie von einem starken Wind beschrieben wird. Und dieser Wind geht in Menschen ein, dass sie selbst geistbewegt sind.
Jesus hatte schon gesagt, der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist ein jeder, der vom Geist geboren ist. Christen sind vom Geist Gottes bewegte Menschen. Was bewegt sie gerade jetzt in diesem Moment? Ich stelle bei mir fest, dass ich von ganz verschiedenen Dingen getrieben werde. Einen großen Teil meiner Zeit zum Beispiel befasse ich mich mit den Anliegen anderer Menschen und manchmal treiben sie mich wie ein Wind. Sie schreiben oder sie rufen an, sie teilen mit mir ihre Sorgen oder bitten mich um etwas. Manchmal spüre ich es auch ganz deutlich, dass Menschen mich bewegen wollen, etwas zu tun oder etwas zu lassen. Ganz ehrlich, dieser Wind, wie ich ihn erlebe, der weht von ganz verschiedenen Richtungen. Dann erinnere ich mich an Paulus. Der hatte schon mal seufzend festgestellt, welche der Geist Gottes treibt. Die sind Gottes Kinder. Ja, so möchte ich leben. Ich denke, Sie kennen das in diesen Tagen auch. Das sind Menschen, die Sie mit hoher Energie von ihrer Meinung überzeugen wollen. Dann fühlen Sie sich vielleicht verunsichert und erfasst von etwas, was umhertreibt. Und, ganz ehrlich, manchmal sind wir, Sie und ich auch, Leute, die mächtig Wind machen, oder? Wir leben in einer Zeit, die uns herausfordert, zu entscheiden, wovon wir uns bewegen lassen und wie wir es selbst bewegen wollen. Mir scheint es heute Abend durch den Text besonders darum zu gehen, dass wir Gott um den Wind seines Heiligen Geistes bitten. Als frische Luft in unseren Köpfen gegen das Kreisen der Gedanken, als positive Bewegung in unseren Herzen zum Guten und zu den Menschen hin, als Impuls, in welche Richtung wir uns bewegen sollten, Ideen, Kreativität, Weisheit, und als Rückenwind bei so anstrengenden Wegstrecken, wie sie eben jetzt gerade sind. Zacharja sieht, wie der Wind des Geistes von Gott kommt und in die Welt hinaus weht. Wir bitten um diesen Wind für uns, hier und heute. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, in einem Pfingstlied heißt es von deinem Geist: Ohne dein lebendig Wehen kann im Menschen nichts bestehen, kann nichts heil sein noch gesund. Wärme du, was kalt und hart, löse, was in sich erstarrt, lenke, was den Weg verfehlt. Wir sagen dir in der Gebetsstille, wofür wir deinen Geist besonders brauchen. Herr Jesus Christus, du hast deinen Heiligen Geist denen versprochen, die um ihn bitten. Wir verlassen uns darauf, dass das für unsere Gebete gilt. Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Der Geist Gottes führe und leite sie. Bleiben Sie behütet.